Herzlich willkommen zu einem weiteren Most Wanted Rennen. Bei Need for Speed Most Wanted natürlich. Diesmal ist es Nummer 7 mit dem Lexus, den wir wegficken müssen. Und habe ich manchmal da was auf Pro freigeschaltet. Und da kann man direkt neu starten, weil das eine Überdrehung war. Jawohl, das war natürlich sehr gut. Ja, ich bin der Beste, ich weiß das schon. Müsst ihr mir nicht sagen. Das war richtig gefailed. Ja, komm, das Intro wollen wir jetzt nicht nochmal sehen, das haben wir gerade. So. So, hier ist wieder so eine Kackbulle. Was ist das für eine Scheißkurve auch hier, Alter? Ohne Witz. Da liegen schon direkt Nagelbänder. Da haben wir einen Getar gedovenet. Oh, ich hasse diese Kurven, ich hasse sie. Sind das eigentlich immer Sprintrennen bei den Most Wanted Fahrern? Oh, da hätte ich jetzt nicht lang fahren sollen. Obwohl ich immer noch Erster bin. Nein! Nagelbänder! Fuck! Oh, da ist eine Station zum Heilen. Und ich bin direkt gegen die Wand. Nein, nein. Scheiße, aber immerhin wurden wir noch geheilt. Das heißt, wir können den jetzt noch einholen. Komm, das kriegen wir hin. Oh, ich hasse Autos. Also, andere Autos. Nicht meins. Meins ist ja schön. Komm schon, bleib doch stehen, lass mich dich überholen. Komm schon. Ah, hab dich getakedowned. Oh, jetzt habe ich mich gerade fast selber getakedowned. Oh, ich hasse die Sonne, Alter. Man sieht immer nichts. Ich hasse das. Oh. Komm schon, nicht überholen. Überhol mich nicht. Überhol mich nicht. Überhol mich nicht. Überhol mich nicht. Noch 0,5 Kilometer. Ich sehe nichts. Springen. Ziel. Ja, geschafft. Ich habe den Lexus LFA. Lexus LFA. Sag das mal dreimal hintereinander. Von der Zungenbrecher. Lexus LFA, Lexus LFA, Lexus LFA. Okay, geht. So, jetzt müssen wir ihn noch Tag doofnen, damit wir seinen Lexus LFA auch kriegen. Nö! Und jetzt sollte es vielleicht nicht so ablaufen, dass ich ihn wie beim letzten Mal einfach so verliere. Aua. Ja, toll, jetzt verliere ich gerade mich selber. Was laber ich schon wieder? Oh, da vorne sind schon wieder die Bullen, ne? Was fährt er denn auf den Bahnschienen hier, ey? Oh nein! Kann man nicht über den Berg fahren? Warum geht das nicht? Oh nein, wo ist er? Hä? Wo fährt denn er lang? Ist er bekifft? Da ist er ja. Ich hab doch keine Geländereifen drauf. Das kannst du doch nicht machen. Jetzt fährst du wieder zurück. Bist du behindert, Mann? Alter, wohin fährst du? Kein Wunder, dass du gegen mich keine Chance hattest, Alter. Bleib doch stehen, Mann!
Komm hierher. Ich will dir nichts Böses, außer Autoputte machen. Scheiße. Ich mache mein eigenes Auto kaputt. Oh ja. Komm, los, lass die, los! Komm her, richtig rein da! Yeah! Niederlage! Bam! Lexus LFA jetzt in Easy Drive verfügbar. So! Ich mache hier bei dem Lamborghini, ich habe ja gerade bei Modifikationen das hier auf. Habe ich nicht eben irgendwas auf Pro gemacht? Hä? Erreiche 10 Cop Takedowns. Achso, das war der eine Cop Takedown, den ich dann beim zweiten Mal nicht mehr gemacht habe. Ach so. Gut, ich gehe mal gerade in den Wagen rein. Lexus LFA zum Wagen springen. Und fahr den mal kurz an, das mache ich mal gerade mit euch. Fahr ich den nochmal kurz eine Runde an. Los, lad schneller, du Hurensohn. Danke. Oh, der sieht aber geil aus. Ja. Oh, der sieht schon nicht schlecht aus. Aber er lenkt sich zum Beispiel nicht so geil. Ja, gut, doch geht. Ich glaube, wenn man dafür ein bisschen was frei hat, ist der ziemlich nice. Oh, mal diese Spoiler, die von selber hochfahren. Ich liebe das. Und er hat aber auf jeden Fall eine richtig ordentlich Power hat der. So, ist schon ein Unfall gebaut. Das war unser Stichwort. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, die übrigens auch eine Most Wanted-Folge wird. Weil ich jetzt, wie ihr hier sehen könnt, nicht bei Rennen, sondern bei Most Wanted-Wagen, immer noch zwei hier 6 und 5 machen kann. 6, der hat den McLaren, 5 hat den Porsche. Den McLaren mache ich in der nächsten Folge mit euch zusammen direkt. Danach suche ich mir irgendeinen Wagen raus, den wir noch ein bisschen leveln. Das mache ich dann mit euch, mache ein paar Rennen und dann vielleicht ein paar Verfolgungen mit dem Wagen oder so. Irgendwas auf Pro freischalten. Mal gucken, wie ich Bock habe. 1, 2 Folgen vielleicht davon. Und dann machen wir mal Spotted 5. Und während wir das Ganze davor gemacht haben, haben wir bestimmt schon wieder 3 frei. Wir können schon gegen 3 fahren. Und ach Leute, das wird auf jeden Fall alles ziemlich geil. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!